Hallo und herzlich willkommen zurück bei 4-2. Tja, und wir sind jetzt aus dieser komischen Kampfarena raus, in der die Replikasoldaten uns, naja, überfallen haben. Irgendwie dank Hilfe von Alma. Und da ist schon wieder so ein Mistsack. Denn irgendwie will sich Alma anscheinend persönlich mit uns befassen. Und nicht die Replikasoldaten. Den Spaß überlassen, sagen wir mal so. Boah, wie viele sind denn hier noch? The fuck was that? Okay. Okay. Ist ja ein echt schöner Start. Anscheinend sollte ich gleich mit der Pampi loslegen. So. Ah, du bist das Ziel. Objekte heben. So, was haben wir hier noch alles? Okay, es scheint da noch ein Medikit, aber brauchen wir weniger diesmal. Wir haben es ja schließlich geschafft, ohne dass wir abgekratzt sind, aber ist jetzt egal, runter hier. Ah ja. Medikit. Tja, ich würde sagen, da geht's raus. Annäherungsmine. So, rein da. Okay, wir waren anscheinend nur die Minen versteckt. Na schön. So, dich heben wir mal zur Seite. Können wir hier rein. Nichts zum Aktivieren da? Schade. So, hätten wir hier einen Checkpoint, würde ich sagen, aber. Schießen hier. Da herrscht irgendein Feuer. Gefecht, ui. Okay. Was geht denn hier ab? Muss ich mir doch mal ansehen. Ach so. Wow.
Replika-Soldaten. Bitteschön. So. So, gefällt mir das. Das wiederum nicht. So, hier gibt's auch nicht mehr. Okay. Da wackelt noch ein Stück von dem Typen in der Wand rum. Sturmgewehre von mir aus. Irgendwas Verstecktes noch? Sieht nicht so aus. Okay, der hat eindeutig die Beine verloren. Hier auch nichts weiter. Ich schätze mal, dass ich hier hoch muss, aber... Guck erstmal hier lang. Ah ja. Eine Panzerung. Und ein Hinweis. Eingehende Übertragung. Vertraulich. Aktualisierung ATCU. Missionsstatus. Sektion Leader R. Tucker an alle Einheiten. Wir haben gerade Daten zu den in der Stadt eingesetzten Power-Armor-Systemen der Replika ausgegraben. Oh nein. Diese Dinger könnten ein echtes Problem werden. Alle Technikkoordinatoren sollten sich die Unterlagen mal ansehen und über brauchbare Gegenmaßnahmen nachdenken. Anhang, Produkt, blablabla. Ende der Übertragung. Bitte keine Power-Armor-Wichser. Die sind nervig. So, jetzt geht's hier rauf. Oh. Mann. Okay, anscheinend greifen die nicht nur uns an. Tag auf. Scheinen die auch nicht sehr zu mögen. Boah. Scheiß Vieh. Nee, da ist nichts versteckt. Hätte ja sein können. Okay, ich dachte, das wäre ein Gegner gewesen. Maschinenpistole, oh je. Wieder so ein weitläufiges Gebiet, von wo aus jeder angreifen könnte. Nichts weiter da. Toll. Schweine. Bitteschön. Sollte mal das Licht ausschalten, wo ich es nicht brauche. John. Oh, 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 oh. Ey, Scheiße. Ey. Hat er mir eine Granate an den Schädel. Das
sollte mal wieder die Waffe wechseln. Wie viel kommen denn noch von euch Säcken? Okay. Mal langsam hier. Ganz schön was verloren jetzt. Eine Scheiße. Sturmgewehr mitnehmen. Naja, jetzt geht's hier weiter. Schon wieder so ein blödes Gehechel. Okay, hier geht's noch nicht raus, aber. Na. Auf jeden Fall herrscht hier ein Feuergefecht. Den Hauptversorgungsaufzug zur Oberfläche. Außerdem wieder ein Checkpoint. Hoffentlich hat es euch erwischt. So. Uiuiui. Ich bräuchte mal wieder eine Rüstung. Es geht mir gerade ein bisschen zu sehr ab hier. Tür, okay, die geht auf. Da haben wir eine Rüstung. Und ein Hinweis. Hinweis. Die Wartungsabteilung ist über die gelegentlich auftretenden Schwierigkeiten mit den Hydraulikaufzügen informiert. Die zu einer endgültigen Reparatur benötigten Ersatzteile sind bereits bestellt. Leider können wir darauf nicht warten. Wir müssen diese Replikas der Variante 6 sofort hier rausschaffen. Wenn der Aufzug den Geist aufgibt, muss der Druck per Hand an den Überdruckventilen wiederhergestellt werden. Ah ja, gut zu wissen. Bisschen Muni. Na schön. So, sind hier noch ein paar von diesen Typen. Sieht irgendwie nicht so aus. Könnte mich aber natürlich auch irren. So, der ist tot, tot. Noch eine Rüstung. Gesundheitsinjektoren. Medikit nehmen wir mit. Gut zu wissen, dass hier noch eine Panzerung ist. Die heben wir uns auf. Wo? Ah, hier, die Ventile. High Voltage. Ah ja. Fahrstuhl aktivieren. Ja, war klar. Und das war auch klar, dass die uns nicht lassen wollen. Warum sonst sollte hier noch eine Panzerung rumliegen? So, waren das alle Stänkerer? Fürs Erste wahrscheinlich.
Gut. Da hinten ist noch eins. Wahrscheinlich springen uns jetzt auch gleich wieder. Boah, noch eine Panzerung. Mensch. Wir werden ja verwöhnt hier. Schön den Arsch wegschießen. Noch eine Panzerung. Jetzt nehmen wir mal wieder eine. So, und jetzt machen wir das Ding hier zu. Okay. Irgendwo noch eins. Wir haben auf jeden Fall da noch eine Panzerung. Nein! Okay. Power Armor bringt ja ordentlich Trouble mit. Keine Ahnung, ob das was gebracht hat, aber. Boah. Hohohoho. Jetzt reicht's mal langsam. Errichtet das Schwein einfach ein Schutzschild. Eine Kacke. Das war gerade nicht so geschickt, aber. Wahrscheinlich muss man das so ein bisschen auf Einzelschuss machen. Bevor der dazu kommt, den Schutzschild hochzufahren. Mann, ich weiß nicht mal, ob ich jetzt hier wirklich effektiv Schaden mache. Ein. Ich bräuchte eigentlich auch mal eine fettere Waffe als das hier. Spielen wir schön verstecken. Verdammt noch mal. In 4-1 sahen die eher aus wie so ein Big Daddy, aber hier. Hoho, Mann. Weiß nicht, ob ich die vielleicht von hinten erwischen muss. Aber die haben mich ja ständig im Visier. Boah, ey. Halleluja, Maria. We did it. Puh. Das war doch mal ein herrliches Affentheater. So. Rüstung gleich. Toll, Schockgranaten. Ja, die hätten uns wahrscheinlich noch mehr geholfen. Wo ich Rindvieh habe, wieder nicht dran gedacht. Aber okay. Wir haben es geschafft. Darauf kommt es an. Werden wir erstmal die Waffe wechseln. Und endlich mit dem blöden Aufzug fahren. Ah, da oben ist noch ein Ventil. Alles klar. Ich wollte schon sagen, was zickt der hier rum? Oh.
So. Aufzug funktioniert wieder. Puh. So, los jetzt. Schön. Sie sind aus der unterirdischen Anlage entkommen und haben Kontakt zu Lieutenant Stokes und Sergeant Griffin aufgenommen. Ihre Befehle lauten, beim Treffpunkt am Stadion zu ihrem Team zu stoßen. Sergeant Keegan und Sergeant Morales sind mit einem APC unterwegs dorthin. Also diese Power-Armor-Typen, die sind heftig, wenn sie überhaupt Typen sind und nicht nur Maschinen. Was war das überhaupt für ein Laden? Ein Krankenhaus war das jedenfalls nicht. Keine Ahnung, Top. Ich bin froh, draußen zu sein. Die Anlage ist Teil von Projekt Harbinger, um Kandidaten wie Sie zu Replika-Commandern zu machen. Hat leider nicht sehr gut geklappt, nicht wahr, Sergeant Beckett? Sie belauschen uns immer noch? Klappe und zuhören, ihr Süßen. Geneviève Aristide denkt, sie könne Alma kontrollieren, aber das wird nicht klappen. Alma ist zu stark, um sie zu benutzen. Von Anfang an, denke ich. Also, was machen wir jetzt? Vernichten Sie sie! Was? Wie? Das klären wir später. Jetzt müssen wir erst einmal den Treffpunkt erreichen. Schlagt euch zum Stadion durch, dann sehen wir, wie es weitergeht. Alma vernichten. Der war gut. So. Alter, sind das wieder fette Ratten hier? So, dann erstmal die Gegend durchsuchen. So. Wir haben nämlich sämtliche Medikits aufgebraucht. Was sind denn das immer für grüne leuchtende Ränder hier an meiner komischen Brille, die ich auf habe? Entweder ist das Alma oder irgendwas anderes. Schon wieder. Kein Medikit, gar nichts. Oh, blöde Gegend. Okay. Ach ja, da oben. Es flackert immer noch so komisch. Ich mach mal das Licht aus, ob das deine immer noch auftritt. Ja, tut's. Ah, die Leiter hoch. Blöd, Mann. Okay, da ist nichts weiter. Einfach die Treppe rauf. Zwei Türen. Aha. Tauschen fürs Schrotgewehr. Ja. Wir haben das automatische Schrotgewehr jetzt noch. Ah, dafür hat das hier mehr Muni. So. Ich möchte mal wissen, was dieses Geflacker sein soll. Eindeutig zu. So, da rüber.
ein Flugzeug. Boah. Es scheint abgestürzt zu sein. Okay. Gehen wir jetzt mal hier rein. Hier haben wir noch einen Hinweis. Dringend. Es gibt zahlreiche Meldungen von Replika-Aktivität in der ganzen Stadt. Wir versuchen herauszufinden, wie und warum sie aktiviert werden, um sie vielleicht per Fernsteuerung wieder deaktivieren zu können. In der Zwischenzeit sind Hemmungen unangebracht. Bei Sichtkontakt ausschalten. Die Explosion hat irrsinnige Interferenzen erzeugt, daher kriegen wir noch immer keine Verbindung zur Zentrale. Wir können daher keine Verstärkung oder Ausrüstung anfordern, also bleibt nicht offen, um auf Rettung zu warten. Tut einfach, was ihr gelernt habt und wir werden heil herauskommen. Ah. Schießen. Fragen stellen wir später. Okay, hier raus wahrscheinlich. Was war denn das schon wieder? Nicht mal wieder ein Medikit, aber irgendwie ist hier gerade wieder was. Oh nein. Die Lampe flackert. Alma-Zeichen. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Hier mache ich erstmal einen Cut. Wir sehen uns. Tada!